Nothing But Net wird präsentiert von Easy Credit. Es ist Mittwoch und das bedeutet, Nothing But Net ist zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute hier die 20. Folge. Wir hoffen also, ihr habt euch schick gemacht, ähnlich wie Coach Pastore. Und es war der Ostersonntag der Blowouts. 4 Siege mit mindestens 18 Punkten Differenz und am übelsten hat es dabei die MHP-Riesen Ludwigsburg erwischt. Am Ende gab es einen 60-94 Blowout gegen den deutschen Meister Ratio Farm Ulm. Und Gerüchten zufolge war das sogar der Beginn der Abschiedstournee von Head Coach Josh King, denn John Patrick soll auf dem Weg zurück sein nach Ludwigsburg. Er war bereits 9 Jahre Trainer in Ludwigsburg, 3-mal Coach des Jahres, zuletzt 2 Jahre in Japan unterwegs. Jetzt kam das Gerücht auf, John Patrick soll zur kommenden Saison zurückkommen an seine alte Wirkungsstätte. Und warum das Sinn machen kann, das hören wir jetzt von unserem Experten Basti Doret. Ja, ich glaube, wenn einer diesen Standort Ludwigsburg kennt, dann John Patrick. Nach den 2 Jahren jetzt in Japan, wo man ja gehört hat, dass es zwar eine schöne Erfahrung war, aber er jetzt auch gerne wieder nach Europa zurückkehren würde, wäre das sicherlich der Perfect Fit. Ja, Perfect Fit. Seine Familie lebt ja immer noch in Ludwigsburg und dazu sind ja beide Söhne oder 2 seiner Söhne in der Mannschaft, Johannes und Jacob. John Patrick zurück heißt aber auch, Josh King muss gehen, Basti. Und er hat eigentlich keinen schlechten Job gemacht, oder? Nee, das ist schon, ich glaube, ein bisschen bitter für ihn. Ich fand, der hat das sehr, sehr gut hier gemacht, weil er natürlich auch kein leichtes Erbe von John Patrick zu übernehmen. Aber gut, ich denke, die Verbindungen zu Ludwigsburg von John Patrick sind immer noch sehr gut. Und wenn er zurückkommen möchte, dann denke ich, liegt es nahe, dass man das dann auch macht. John Patrick kann den Riesen frühestens ab der nächsten Saison weiterhelfen. Sofortige Unterstützung gibt es aber von einem anderen Rückkehrer, nämlich Ariel Hukporti. Nach der Niederlage in Spiel 5 um die australische Meisterschaft erhielt er jetzt die Freigabe für die BBL und möchte sich jetzt hier im Saisonendspurt für den kommenden NBA-Draft empfehlen. Es gibt einen weiteren Neuzugang in der Easy Credit BBL und zwar kommt Alexei Borges nach Crailsheim. Nach der Niederlage der Merlins im Abstiegsduell gegen Heidelberg haben die Verstärkung auch bitter nötig. Jetzt alleiniges Schlusslicht mit nur 5 Siegen. Das wird langsam eng und vielleicht ist Borges ja einer, der weiterhelfen kann. Frustrierte Gesichter demnach in Crailsheim, umso mehr aber Partystimmung bei den Heidelbergern. Einen Platz vor den Merlins in der Tabelle befinden sich jetzt die Tigers Tübingen nach der 81-96 Niederlage in Würzburg, bei der Erol Ersek trotzdem glänzte mit 4 von 7 Dreiern und zwischenzeitlich auch mal als Putzhilfe. Die Würzburg Baskets zauberten hingegen weiter, sind weiter erfolgreich. 9. Heimsieg in Folge, unter anderem mit schönen Plays wie diesem No-Look-Dime von Livingston auf Owen Klaassen. Sieht weiterhin sehr, sehr gut aus. Dementsprechend wurde natürlich auch mit Coach Filipowski verlängert. Und für Zach Zellers sind neben dem Trainer vor allem die Fans verantwortlich für den starken Run der Würzburger. Definitely special, but we got great fans. Our fans are awesome. It's so good to get that win here at home, so it was awesome. I think they're not just only awesome, they're very loud because they got so much reasons to celebrate today. I mean, Sasha Filipowski, your head coach, he said he's going to stay for 3 more years. How happy are you about that? I'm very happy. I mean, he deserves it, and you know, they love him here, and he's a great coach, and so he's building something really special here in Würzburg, so it's awesome. Sascha Filipowski bleibt also für 3 weitere Jahre in Würzburg. Dennoch dreht sich das Trainerkarussell in der Easy Credit BBL munter weiter. Zu Beginn der Show haben wir bereits über John Patrick gesprochen. Letzte Woche natürlich über Anton Gavel und Ty Harrelson. Und jetzt hat auch Rasta Fechter bekannt gegeben, wer Harrelson im Sommer auf der Headcoaching-Position beerben wird. Und es ist Martin Schiller, zuletzt tätig in Spanien, Litauen und der NBA G-League. Und ob er ein guter Fit ist in Fechter, das haben Basti Doret und Stefan Koch in der neuen Folge Captain und Coach besprochen. Martin Schiller, ich meine, was kann ich sagen? Besser konnte Rasta Fechter aus meiner Sicht heraus die Ty Harrelson-Nachfolge nicht regeln. Das ist ein Top-Pick.
für mich war ja Martin der Co-Trainer in Quartenbrück, als Tyron dort Head Coach war. Und ich habe die Zeit sehr genossen. Ich schätze ihn sehr als Menschen. Und was er da auch in den letzten Jahren, wie er sich da entwickelt hat als Trainer, ich denke schon auch, dass man das besser hätte nicht lösen können. Ja, also ich kenne ihn natürlich noch besser als du. Er war 3 Jahre mein Co-Trainer. Ich habe so von ihm profitiert. Menschlich 1A, fachlich 1A, Loyalität 1A, Fleiß 1A. Die perfekte Besetzung also aus Sicht von Stefan Koch. Und wie Martin Schiller selbst auf diese Einschätzung reagiert hat und noch weitere Fragen hat er uns gestern im Interview beantwortet. Ja, das ehrt mich natürlich, dass Stefan das so sieht und so sagt. Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen in Vechta. Zunächst mal die Entwicklung des Clubs in den letzten Jahren. Und dazu gehören mehrere Sachen. Zum einen das Invest in den Jugendbereich, das Invest und das ernsthafte Invest in Spielerentwicklung und diese Ausrichtung eben. Dazu kommt natürlich auch die, wie soll ich sagen, die Entwicklung des Clubs in der BBL. Wobei man dazu sagen muss und sollte, dass das Ziel ist, ein sehr, sehr guter Player Development Standort zu sein und zu werden und sich in diesem Bereich zu etablieren und im selben Atemzug wegzukommen vom Image eines Fahrstuhlteams. Ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Fakt ist aber auch, dass man sich in diesem Geschäft das nicht aussuchen kann. Das ist, wie soll ich sagen, das ist eben, wie schon beschrieben, die Attraktivität dieses Clubs ist ganz klar und dadurch zu beschreiben, wie es eben gerade getan wurde. Und das Faktum, dass diese Mannschaft momentan so overperformed mit Ty, ist eine geniale Sache. Wie soll ich sagen? Gegenfrage wäre okay, weil Rasta momentan und Ty und die Mannschaft so einen tollen Job macht momentan, ist das ein Argument dafür, einen so attraktiven Club nicht zu übernehmen? Und diese Frage beantworte ich ganz klar mit Nein und daher gibt es da gar nicht so viel mehr nachzudenken. Selbstverständlich. Und du hast es ja im Grunde schon gesagt, das ist ein talentierter Spieler, ist aber vor allem talentierter Spieler, der eben nicht nur von der Hardware, die athletischen Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten talentiert ist, sondern auch charakterlich und von der Arbeitseinstellung, so die Soft Skills in diesem Bereich sehr talentiert ist, weil er jemand ist, der sehr hart arbeitet, der sehr bodenständig ist, der von einem bodenständigen Hintergrund kommt. Und daher freue ich mich doppelt, mit ihm zu arbeiten. Zunächst mal ist das Ganze ja jetzt ganz frisch und jetzt gilt es sich auch erstmal zu orientieren, ne? Im Sinne von allem, was so dazugehört. Organisation der Mannschaft im nächsten Jahr, Rekrutierung der Mannschaft im nächsten Jahr. Aber bevor das losgeht, ist glaube ich, eine Analyse ganz wichtig. Wo ist man, wo will man hin, um welche Spieler könnte es gehen. Aber darum wird es in erster Linie gehen. Ja, und Martin Schiller wird sich sicher wünschen, dass ihm auch in der kommenden Saison Tommy Cusy zur Verfügung stehen wird. Der lief wieder zur absoluten MVP-Form auf. 22 Punkte in der zweiten Halbzeit bei der knappen 77-80 Niederlage gegen die Telekom Baskets Bonn. Entscheidender Mann war aber dann ein anderer, nämlich Harald Frey mit diesem Dreier
zur Entscheidung. Und so ein Winning Play, so ein Clutch-Bucket, das muss man sich auch nochmal im Originalkommentar ansehen. Ray wartet auf den Block von Kennedy. Der offene Dreier für den Norweger und er passt. Big Basket für die Telekom Baskets Bonn von Harald Frey. Die Bonner nach dem Sieg jetzt auf Platz 7 in der Tabelle, dem ersten Play-in-Platz. Einen Platz hinter den Play-ins, nämlich auf Platz 11 aktuell die Bamberg Baskets. Und die mussten im ersten Spiel nach der offiziellen Bekanntgabe der Gavel-Verpflichtung direkt mal gegen den FC Bayern Basketball ran. Trey Woodbury dabei mit dem Highlight des Tages. Dieser Posterdunk gegen Nick Weilerbab im dritten Viertel. Sehr, sehr sehenswert. Am Ende reichte es aber nicht gegen zu abgezockte Bayern, die nach dem Außen der Euroleague zumindest die Tabellenführung in der Liga verteidigen konnten. Und einer, der am Wochenende nicht nur die Bayern aus nächster Nähe beobachten wird, ist unser Kommentator Michael Körner. Hallo Körni. Siebes, grüß dich. Du hast am Wochenende volles Programm. Bevor wir aber über deine beiden Spiele sprechen wollen, müssen wir einmal übers Trainerkarussell sprechen. Wir haben die Show eröffnet mit den Gerüchten um John Patrick. Was ist aus deiner Sicht dran und würde das aus Ludwigsburger Sicht Sinn machen? Ja, John Patrick zurück macht natürlich immer Sinn. Ich hatte eigentlich damit schon im letzten Jahr gerechnet, aber dem hat es halt in Japan ziemlich gut gefallen. Aus meiner Sicht ist das relativ sicher. Also er war ja sowieso nie ganz weg. Er war ja quasi beratend tätig und hat sein Netzwerk immer zur Verfügung gestellt. Also Spieler-Recruiting und sowas. Und ja, es spricht alles dafür, dass er zurückkommt im kommenden Jahr. Und ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange, bis sie das offiziell machen. Jetzt haben sie noch Champions League vor der Brust. Aber ja, ich freue mich extrem. Das ist natürlich, es ist ja ein Trainer, der Identifikation hat, also John Patrick Basketball, damit weiß man in Basketballkreisen, was gemeint ist. Und insofern finde ich das richtig gut. Ja, und schon bestätigt sind die Trainerwechsel in Ulm, Bamberg und Vechta. Wenn du dir die drei Teams und die neuen Headcoaches einmal anschaust, wie stehst du dazu? Ja, alles nachvollziehbare Entscheidungen. Also Gavel hat gesagt, dass die Familie da so ein bisschen im Vordergrund steht, was ich extrem gut finde. Also das darf man ja nicht vergessen, ne, dass da das immer ja auch ein Geben und Nehmen ist mit der Partnerschaft und mit Kindern und allem. Und wenn man da jahrelang den Rücken freigehalten bekommt, dann mal die Familie in den Vordergrund zu stellen, sowas finde ich großartig. Und Bamberg wird sicherlich dadurch davon profitieren. Vechta, die Verpflichtung von Martin Schiller, auch das super gut. Ich freue mich total, einen deutschsprachigen Coach dann wieder zu haben. Hat mich eh geärgert, dass der so lange weg war nach dem Kaunas aus. Aber da gab es ja auch ein paar rechtliche Geschichten zu klären. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, CBS, die beiden großen Trainerthemen, die kommen, glaube ich, erst noch. Denn ich meine, welche beiden Teams haben eine über den Tellerrand hinausschauend relativ enttäuschende Saison hinter sich? Das sind die Bayern und das ist Berlin. Mhm. Und ich glaube, dass wir da noch in diesem Sommer Dinge erleben und werden, die vielleicht dann doch halbwegs überraschend kommen. Also beide Teams müssen in ihrer Aufarbeitung der Saison auch darüber diskutieren, wie sie auf dieser Position weitermachen. Das ist... Die Bayern werden mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die Play-ins in der Euroleague verpassen. Damit ist das eine Saison der verpassten Chancen. Berlin international brauchen wir nicht reden. González, wenn man sich so Reaktionen von Fans durchliest, ist nicht wahnsinnig beliebt da momentan. Das sind für mich die beiden absoluten Trainer-Schwergewichtspositionen, über die es noch zu reden gibt. Dann schauen wir noch kurz auf die beiden Spiele, die du am Wochenende kommentieren wirst, nämlich Ulm gegen Bamberg und Bayern gegen Braunschweig. Das Heimteam sicher in beiden Fällen favorisiert. Wo siehst du denn die höheren Upset-Chancen? Ja gut, Upset, also Bamberg, ob Bamberg in Ulm gewinnen kann. Die Bamberger sind für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, mit die größte, also bis zum Trainerwechsel waren sie die größte Enttäuschung für mich in der Saison. Das kann eigentlich nicht sein, dass man mit dem Etat Platz 12, Platz 13 spielt. Für mich kam der Trainerwechsel viel zu spät. Also ich hätte es im letzten Sommer schon gemacht. Das hat irgendwie nicht mit seiner Philosophie, wie da Spieler
entwickelt wurden, die sich auf dem Feld dann verhalten haben, nee. Insofern, jetzt unter Woltmann sieht das alles schon besser aus. Es gibt eine klarere Rollenverteilung. Ulm ist natürlich auch so ein Auf- und Ab-Ding, ne? Also Konstanz ist was anderes. Aber wenn die sich mal an einem guten Tag zusammenreißen und zusammenspielen, und auch da ist ja so das Thema Rollenverteilung nicht ganz so einfach in dieser Saison, dann ist es natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Braunschweig hat mich, habe ich am Ostermontag kommentiert, das Spiel in Göttingen. Das fand ich richtig schlecht von Braunschweig. Also das war eine absolute Offenbarung. Das war auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was Ramirez an der Seite gemacht hat, aber aus meiner Sicht haben sie zu 50% das Falsche gespielt. Aber ich bin auch echt, da habe ich natürlich weniger Ahnung als Jesús Ramirez, den ich für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Die Bayern kommen von der Euroleague. Die spielen noch am Freitagabend zu Hause gegen Panathinaikos, dann zwei Tage später gegen Braunschweig. Normalerweise haben sie aber keine Probleme mit auch der kurzen Zeit der Regenerierung, gute Leistungen abzurufen in der BBL. Aber es könnte eben das tatsächlich endgültige Aus sein. Also es müssten diverse Wunder passieren, damit sie die Play-ins erreichen. Davon ist nicht auszugehen. Ich weiß nicht, ob man da in so ein mentales Loch fällt, dass man nicht mal mehr Braunschweig zu Hause schlägt. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir wünschen dir auf jeden Fall zwei hoffentlich spannende Spiele und ein schönes Basketballwochenende. Ja. Dir auch, Siebes. Bis dahin. Dankeschön. Das Duell Ulm gegen Bamberg gibt es dann am Samstag ab 18.30 Uhr. Bayern gegen Braunschweig am Sonntag ab 17 Uhr. Beides natürlich live hier bei Dein. Ebenso wie die Partie Göttingen gegen Würzburg. Ebenfalls am Sonntag, aber schon um 15.30 Uhr. Und da kommt es dann zum Aufeinandertreffen zweier Spieler, die mit ihren Moves in der aktuellen Folge Dein Skill von Paul Gudde unter die Lupe genommen werden. Heute also ein Move, der von zwei Spielern in unterschiedlichen Situationen genutzt wird. Und auch ihr könnt den Move so natürlich anwenden, wie ihr ihn am besten braucht. Isaiah Washington macht hier den Half-Court-Shot zur Halbzeit rein. Und vorher zieht er den Ball durch die Beine, direkt in Spin. Rechter Fuß, rechte Hand, schöner Buzzer. Und auch Zachary Ansminger benutzt den Between a Leg into Spin hier beim Ballvortrag gegen Nunez, der ein bisschen mies aussieht. Er fällt sogar zurück, fällt fast hin. Ansminger dann mit dem Midranger. Easy Money. Aber es geht natürlich um den Between the Legs into Spin. Und den bringe ich euch jetzt bei. Für euch, um das Ganze zu üben und die nötigen Wiederholungen reinzubekommen, könnt ihr euch auf die Höhe Freiwurflinie begeben. Dribbelt euch mit der linken Hand durch die Beine, hängt den Spin an, dribbelt auf dem rechten Fuß mit der rechten Hand, habt jetzt noch zwei Schritte für den normalen Linkskorbleger. Wir machen zuerst die eine Seite. Denkt immer dran, dass ihr den Between the Legs Drive richtig verkauft, mit Augen, Momentum, und immer dran denken, dass ihr vielleicht hier eigentlich den Drive haben wollt. Das heißt, hier hin, zack, eins, zwei, auf der Seite. Und wir machen natürlich noch die andere Seite. Schön breit stehen. Hier geht's hin, links, rechts, links, Layup mit rechts. So, und wenn du treuer Dein Skill-Zuschauer bist und jede Woche vor deinem Endgerät sitzt und sagst, ey, das, was Paul da macht, das kann ich doch auch. Ich bin Baller durch und durch, ich hab's drauf und ich möchte mich mit den Besten messen, dann könnte unser neues Format vielleicht interessant für dich sein. Du denkst, du hast das Zeug, dich mit einem BBL-Profi zu messen? Dann bewirb dich jetzt mit dem neuen Format von Dein. Schick uns deine besten Szenen. Check, ob das wirklich drauf. Und vielleicht bekommst du die Chance, es uns zu beweisen. Whatever they throw at me, brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. So, und an dieser Stelle haben wir Basketballer jetzt mal wieder die Möglichkeit, unseren sportlichen Horizont etwas zu erweitern. Denn wir machen einen kleinen Ausflug in die Handball-Bundesliga. Denn im Dein Taktikbrett geht es heute um die offensive Klasse des SC Magdeburg. Das Coaching des Spieltags wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Der SC Magdeburg ist in dieser Saison in der Offensive eine Klasse für sich. Da Magdeburg das Angriffsspiel revolutioniert hat, müssen alle anderen jetzt überlegen,
Wie revolutionieren wir vielleicht das Abwehrspiel gegen Magdeburg? Ist es tatsächlich eine Revolution oder ist es einfach nur nahe an der Perfektion, was der SC Magdeburg derzeit abliefert? Der SC Magdeburg ist der Champions League-Sieger der vergangenen Saison. Auch in der aktuellen Spielzeit hat man das Final Four der europäischen Königsklasse in Köln wieder im Visier. Unlängst wurde der FC Barcelona auf beeindruckende Art und Weise geschlagen. Der SCM ist so stark aufgestellt. Der SCM hat so eine überragende Kaderstärke. Und der SCM hat das Spiel revolutioniert, wie kein anderer Club in den letzten Jahren, dass das das Maß aller Dinge ist. Der SCM ist den anderen Clubs in Deutschland und den meisten europäischen Vereinen spielerisch und taktisch voraus. Es sieht derzeit nicht so aus, als würde die Erfolgsgeschichte in naher Zukunft enden. Wenn ich mir den Kader anschaue, dann haben sie 5 der 10 besten 1-gegen-1 Spieler der Welt in ihren Reihen. Das ist ihre Philosophie. Das ist das, was Benno wollte, den Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Smarason, Klar, Magnusson. Dazu Gisli Kristjansson und Lagergren. Eine unfassbare Offensivpower, die der SCM auf die Platte bringen kann, gegen die große und schwere Defensivspieler zunehmend Schwierigkeiten bekommen. Ich glaube echt, du musst den SC Magdeburg immer vor unterschiedliche Aufgaben stellen. Wenn du deine Abwehr so hinstellst, wie sie immer steht, dann werden sie dich kaputt machen. Im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verteidigen. Du kannst es mit schnellen offensiven Verteidigern lösen. Vielleicht ist es aber auch besser, mit großen Leuten kompakt zu verteidigen. Den SC Magdeburg zu schlagen, das ist in dieser Saison bislang nur 2 Teams in der Bundesliga gelungen. Den Füchsen Berlin und den Recken aus Hannover. Eine variable Abwehr. So könnte in der Zukunft das Erfolgsrezept für Magdeburg-Gegner lauten. Ein Beispiel sind die Kroaten, die jahrelang eine sehr defensive, sehr körperliche 5-1-Abwehr gespielt haben und damit auch schnelle Leute verteidigt haben. Von daher gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Man muss aber ein passendes System zu den Leuten haben, die man im Kader hat. Es ist trotzdem brutal schwierig, wenn da immer so quirlige, kleine, schnelle 1-gegen-1-Spieler kommen. Und ja, wenn man dann 2,5 Meter ist und 130 Kilo wiegt, ist es schwierig, die Jungs zu verteidigen. Es geht Richtung Endspurt in der Meisterschaft und es bleibt spannend. Das Gute ist, durch Dein seid ihr hautnah dabei. Das Coaching des Spieltags wurde Ihnen präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Wie immer sehr interessant und damit sind wir auch schon wieder am Ende hier bei Nothing But Net. Aber natürlich geht es nächste Woche am Mittwoch schon wieder weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ich hoffe, es hat euch gefallen. It was awesome.